um sich für eine Brandkatastrophe, wie sie sich im Februar im Vinzenzheim in Egg zugetragen hat, bestmöglich gerüstet zu sein, probten die Feuerwehren Altach, Hohenems, Götzis und Mäder am Donnerstagabend zusammen mit dem Roten Kreuz Hohenems den Ernstfall im Sozialzentrum Altach. Übungsannahme ist gewesen, ein Brandausbruch im Kellergeschoss. Das ganze Kellergeschoss und die oberen Geschosse sind stark verraucht gewesen. 27 Personen wurden vermisst. Die haben wir zuerst suchen müssen mit Atemschutztrupps und dort retten, teilweise über die Drehleiter, teilweise über den Rettungsschlitten. Ja, das ist die Annahme gewesen. Unter den Argusaugen von Abschnittsfeuerwehrkommandant Eugen Böckle und des Altacher Kommandanten Herbert Sohm suchten die Atemschutztrupps nach den Vermissten im Gebäude und brachten sie nach dem Auffinden in Sicherheit. Teilweise mussten die vermeintlichen Opfer mittels Drehleiter vom Dach geborgen werden. Wir haben verschiedenste schwierige Aufgaben gehabt. 27 Personen mussten gerettet werden. Die Trupps haben die sehr schnell rausgeholt. Also sie haben eine hervorragende Leistung erbracht. Und man hofft natürlich immer, dass so etwas nie eintritt, aber es war doch unter sehr realen Bedingungen, oder? Ja, das ist richtig. Es ist also wie in einem Echtszenario gewesen. Wir haben da Nachbarfeuerwehren mit alarmiert. Da ist der Drehleiter Hohenems da mit einem Löschzug, die Feuerwehr Götzis und auch Mäder, sowie die Rotkreuzabteilung von Hohenems. Wir sind es gewohnt, bei größeren Einsätzen in der Kummenbergregion hervorragend zusammenzuarbeiten. Und das wurde heute wieder einmal richtig bewiesen. Oh, yeah.